Okay, alles klar. Ja. Das war sozusagen die gehobene Klasse zum Einladen in ein Festessen. Stimmt, wir wurden ja downgehauen von dem Arsch. Das Blut in meinem Mund schmeckt gar nicht. Wo ist der Kerl, der mich geschlagen hat, Nanny? Der miese Kerl ist bewusstlos, aber leider noch am Leben. Das kann er ändern. Was wollte er? Was wir alle wollen. Geld für nichts. Was hast du dir dabei gedacht, dich einzumischen? Hättest draufgehen können. Nanny, ich bin völlig durcheinander. Ich muss wissen, was diese furchtbaren Visionen bedeuten. Es geht um das Feuer. So wie immer. Du musst weiterleben, Alice, so wie ich. Geld wenigstens für trotz sie keine Irrenlösung sein aus. Meine Vergangenheit ist tot. Ich habe sie umgebracht. Ich hätte sie retten müssen. Ich hätte sterben müssen. Ihr Verstand lag in Scherben. Radcliffe dachte, vertraute Gesichter würden sie zu sich bringen. Nach einem Jahr verlor er das Interesse an ihrem Erbe. Habgieriges Schwein. Stellt aber immer noch seine bizarren Fragen. Gute Dosis Wahnsinn, würde ich sagen. Aber in diesem Leben ist Ehrlichkeit nicht die beste Taktik. Wenn sie nicht komatös war, hat sie geglotzt. Mit Augen wie Windräder. Gesabbert, manchmal gekreischt, aber nie etwas Sinnvolles. Kindisch wie sie war, hat sie ihre Geheimnisse für sich behalten. Alles klar. Müssen wir jetzt einen Doktor besuchen? Wie gesagt, wer die Story kennt, weiß, dass da viel mehr... Ganoven und Spanner. Ordinär wie Kakerlaken. Und die armen Dinge sind nichts als Futter für Perverse. Wie Ameisen, die von einer Wespe gefressen werden. Oder die gelähmte Beute einer Spinne. Du hast mich in Rutledge besucht. Was du erinnerst dich? Radcliffe hat mir was bezahlt dafür. Eine alleinstehende Frau muss manchmal Dinge tun, auf die sie keine Lust hat. Wie du sicher weißt. Schwester Whitless meinte, du würdest harte Zeiten durchmachen. Ich saufe nicht wie sie. Ich tue niemandem weh. Ist kein schlechtes Leben, Alice. Abgesehen von den Zuhältern. Sie sagte auch, du hast vielleicht mein Kaninchen. Bitte, Nanny, erzähl mir von... Dem verdammten Feuer? Also wirklich. Sieh mal, Alice. Ich kann dir nicht geben, was ich nicht habe. Radcliffe hat den Untersuchungsbericht geschrieben. Ich bring dich zu ihm. Er hat auch dein verfluchtes Kaninchen. Erinner dich dran. In Ordnung, aber Mr. Radcliffe ist nutzlos. Als wüsste ich das nicht. Auch ehrlich, die beiden. Süß. Jo, wir sind jetzt wieder in der realen Welt. Der Radcliffe wollte also eine Zeit lang an unser Erbe dran, hat uns deswegen versucht, irgendwie zu untersuchen, hat irgendwann das Interesse verloren und dann die... Yo, hab mich umgetan. Ja. Die Alice dann... gelassen. Oh, da ist jemand gestorben. Da gehen wir nicht hin. Obwohl wir von der Farbe her dazu passen würden. Ich find's lustig, wie in Klammern damenhaft die in dieser Welt läuft. Auf der anderen Seite. Im Wunderland ganz anders da läuft. Wilton I. Radcliffe. Kommen wir dann auch in ein neues Wunderlandgebiet? Ich glaube, der steht auf fernöstliche Kunst, wenn mich nicht alles irrt. Ja, wer ist da? Alice Little, Mr. Radcliffe. Ah, du bist zurück. Komm besser hoch. Achtung, Tür öffnen. Oh, wie fortschrittlich. Wahre Welt wird so unterschätzt, wie man Reichtum überschätzt. Alles klar. Jo, sieht man schon. Der steht irgendwie auf fernöstliche Inneneinrichtung. Ist schön. Doch, also so eine Trennwand. Hat was. Würde mir auch ein Wohnzimmer so einrichten, aber erst im Alter von 50 plus, muss ich ganz ehrlich sagen. Passt einfach nicht zu mir. Es ist schön, eine alte Schriftrolle aus Pergament mit Zeichen aus indischer Tinte. Radcliffe meint, Chinesen erfanden diese Tinte. Durch Mischen von Ruß, Lampenöl, Eselhaut, Gelatine und Moschus. Er weiß erstaunliche Dinge. Aha, schön. Also, ja. Oh, geil.
Radcliffe, der aus den spannenden Dröges machen, der aus dem spannendsten Dröges machen kann, sagte, die gebogene Klinge sei ein Maito-Katana des 16. Jahrhunderts und die kürzere ein Wakizashi, beides Samurai-Waffen. Alles klar, wissen wir Bescheid. Ton steht hoffentlich, ist nicht zu laut, dieses Geklimper. Ist der im Schlafgewand? Bisschen aufwendig für ein Schlafgewand, hä? Sie haben mein Kaninchen. Hast deine Manieren vergessen? Was wohl sonst noch? Du hast es in Rutledge zurückgelassen, meine Liebe. Das hatten wir doch schon. Beleidigt, wie üblich. Triefend vor Dünkel und wirren Vorwürfen. Ich hätte ihr Kaninchen gestohlen. Lächerlicher Vorwand. Sie ist wieder wegen des Feuers hier. Das Einzige, worüber dieses verrückte Gör sprechen. Hey, grüß dich, Puppi. Laut meinem Bericht starb die Familie durch einen Unglücksfall. Sie will es nicht akzeptieren, kommt immer wieder mit ihren mörderischen Erinnerungen. Will unbedingt die Wahrheit erfahren. Wahr ist aber wohl, das Feuer brach in der Bibliothek aus, als die Katze eine Lampe umstieß. Eltern und Schwester wurden oben von den Flammen eingeschlossen. Ihre Schwester schloss sich mal die Tür auf. Starb im Bett. Dass die Katze schuld sein soll, macht sie rasend. Sie verneint es. Das macht keinen Sinn, kann nicht sein und so weiter. Stimmt. Ich hatte von Anfang an den Eindruck, Alice sei eine Pyromanin. Sie hatte diese Fixierung auf Feuer. Als ich einmal anmerkte, dass sie selbst vielleicht eine größere Rolle bei diesem Drama gespielt hat, bekam sie eine Art psychotischen Schub. Ist die... Habe ich ihm den Kopf abgerissen? Ich wollte es. What? Was von meinem Hirn übrig ist, wird explodieren. Ach Quatsch. Ist es verrückt, für bessere Halluzinationen zu beten? Ist das eine Halluzination? Vielleicht ist es mein Schicksal, hier zu sterben. War es vielleicht vorher eine Halluzination? Alle beweglichen habe verschwunden. Nichts als Staubflecken und Tabakgestank. Keine Spur vom Bericht des Leichenbeschauers, geschweige denn vom Kaninchen. Verdammt. Ist der gestorben? Hat Alice ihn umgebracht? Ich weiß es nicht. Ich weiß aber... Ich will jetzt nichts spoilern, weil ich nicht weiß, ob die Hino vor zwei oder drei Jahren, ich weiß es nicht ganz, ob die schon... die Sperre hält unerwünschte Gäste ab, legt nahe, dass er schlecht verkauft hat. Gerade erst weg, schnell. Hier kann ich nicht durch, aber ich erinnere mich, dass es eine Hintertür zur Gasse gibt. Okay, wegen der Geschichte. Eben müssen wir mal sagen, wie viele Zuschauer gerade da sind, weil ich aktuell immer noch kein Tool aktiviert habe, um das, zu zählen. Ich bin mir sicher, dass ich bereits hier war und doch ist mir der Anblick nicht vertraut. Vielleicht wurde gebaut, vielleicht war Sommer, vielleicht war ich zerstreut. Okay. Wie gesagt, die Geschichte kenne ich ja. Ich kann natürlich das ein oder andere vorweg sagen, aber ich möchte, wie gesagt, nicht spoilern für die Zuschauer, die das Spiel A nicht kennen und B, die das Let's Play damals mit mir nicht durchgepetzt haben. Die Sakura kennt das. Ist halt nur die Frage, ob die Sakura weiß, dass ich gerade streame, aber die war so lange nicht mehr in meinen Streams wirklich mit drin, dass es immer ein bisschen schwierig ist. So, es ist Winter. Wir sind hier... Was? Wie? Warum so große Pilze? Das kann doch auch nicht sein. Ich glaube, das ist auch eher so eine Zwischendimension, weil... Ja, wollte schon sagen. Das sieht nicht natürlich aus. Kannst sagen, was du willst, aber der Zug, der sieht schon gruselig, aber auch geil aus. Sind wir schon im Wunderland? What? Dieser verfluchte Verfall. Er zerstört das ganze Wunderland. Suchst du Zuflucht vor der bösen Welt? Vielleicht sehen die Dinge nur so aus, als wären sie die Hölle. Du bist kein guter Lügner. Und ich bin längst nicht so dumm, aber eine etwas weniger katastrophale Welt wäre angenehm gewesen. Dieses komplette Desaster ist dein Werk und es wird noch schlimmer. Dein Zug folgt deinem höllischen Fahrplan. Tu etwas, Zeit wartet nicht. Die Veränderung hat eingesetzt.
Dieser Zug versetzt mich in Angst und Schrecken, Katze. Such dir eine andere Aufgabe. Gibt es wirklich so wenig Hoffnung? Noch viel weniger. Und wenn die Angst dich lähmt, sind wir verloren. Alles klar. Und natürlich geht's gleich los wieder. Es ist ein richtiges Hack and Slay. Ich schon Waffen-Upgrades machen? Wäre schön. Nee, kann ich nicht. Ich brauche 700 für die Pfeffermühle. Die würde ich nämlich gerne upgraden, weil ich die doch recht häufig benutze. Boah. Alter! Du Lümmel! War das mies. Ich darf den Regenschirm nicht zu nah benutzen. Dann verliert ihr alles das Gleiche. Ist ein schöner Schirm. Doch, ist ein schöner Schirm. Also als Dame würde der mir gefallen. Da stimmt die Hine mir bestimmt zu. Ich finde die Pfefferschnauze schon geil. Und mit dem Rot hat schon was. Haha, du kriegst mich nicht. Komm, put. Och, komm schon. Werf doch deine. Ach nee, die wirft er ja gar nicht mehr. Das muss der jetzt mit der Dingsbums machen. So, die Schweineschnauze ist überhitzt. Der ist einfach drauf. Ich finde das Auto-Aim genial. Sonst hätte ich schon 3000 Mal verschissen. So, wir kommen hier nicht weiter. Das bedeutet erstmal interagieren. Aha. Jetzt müssen wir noch Wasserpfeife rauchen. Eine Reise von 1000 Meilen beginnt mit einem ersten Schritt. Ein Schritt von der London Bridge könnte meine Reise beenden. Versagen als dein Vermächtnis. Ich hoffte, du seist mutiger. Ein Schritt von der London Bridge könnte mein Leiden... Ja, das ist durchaus ein Gedanke, den hat man. Aber ich hoffe, das müssen wir nicht machen. Weil, ich muss ganz ehrlich sagen, dafür, was die Alice hier alles durchmacht, ist die Dame zu gut, um einfach mal schnell sich selbst zu klatschen. Das ist einfach so. Das muss man einfach nur mal so sagen, wie es ist. Komme ich da hoch? Nein, okay. Du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht. Tschüss. Ah, die Schneckenhäuser kriege ich also so klein. Dieser schwadige Sips scheint nur so schwach und substanzlos wie dein Vertrauen in ihn. Er wird dich tragen. Vertrau mir. Was? Wo will ich denn lang? Ich glaube, da will ich lang. Da muss ich lang und da will ich lang. Alles klar. Oder umgekehrt? Soll ich hier lang? Darf ich hier lang? Will ich hier lang? Hat er Gigidi gesagt? Wird er Gigidi sagen? Soll ich Gigidi sagen? Dürfen andere Gigidi sagen? Oh, da ist noch eine Flasche. Die nehme ich. Die hole ich mir. Ich weiß, war jetzt nicht unbedingt die feine. Boah. Englische. Da. Okay, ich dachte, ich kann von da aus rüber, aber... Pff.
So, nächste Frage. Was mir bei einem Jahr mehr Arbeit gibt, wahrscheinlich mehr Arbeit macht, soll ich Alice Madness Returns als Let's Play auf YouTube hochladen oder wollen wir das als einmaliges Stream-Projekt beibehalten? Das bedeutet für mich so viel wie, ich nehme ja auch zeitgleich auf. Sprich, ich würde das dann in passende Parts, also in passende Größen zurechtschneiden und dementsprechend auch, falls möglich, mit Endscreen versehen und dann einfach wie bei Resi 2 einfach mal einen Tag Schwarze macht Aua, oder? Ja. Einfach dann mal einen Tag einfach mal hier so diese ganzen Dinger hochladen. Das habe ich ja bei Resi 2 auch gemacht. Da wurde sich ja 20 Minuten Parts gewünscht. Da habe ich den gesamten Stream in 20 Minuten Häppchen hochgeballert, zurechtgeschnippelt und rausgehauen. Und dann mir einfach gesagt, okay, heute nimmst du dir mal Zeit zum Uploaden. Als das alles geschnippelt war, habe ich ja dann im Stream auch gezeigt, wie viel Arbeit das auch mal ist, in einem YouTube-Stream. Und dann einfach mal die Dinger halt hochgeladen. Sprich, das kann ich nicht kaputt machen. Was ist denn das? Also wenn ihr wollt, kann ich das irgendwann mal als Let's Play machen. Das bedeutet, von jetzt auf gleich kann es mal passieren, dass dann 20, 30 Videos wieder hochkommen. Müsste eigentlich mal gucken. T-Kanone, noch nie da gewesen. Automatischer Dampfablassdeckel, brandneu, schießt verheerende T-Granaten. Druckmesser im Ziffernblatt-Design. Spontan T-Partys schmeißen, ein Volltreffer aus der verrückten Hutmacher-Manufaktur. Gut. Was haben wir denn hier? Höchst probates Mittel bei Feindesgruppen. Je länger ein Schuss aufgeladen wird, desto größer ist der Radius des Einschlags. Die T-Kanone kann schwache Strukturen aus der Ferne zerstören. Du kannst mit Mausrad aufwärts... Ja, komm, ich kenne das. Genau, wir können jetzt hier wechseln zwischen T-Kanone und Dingsbums. Die Kanone ist geil. Ich glaube, die ist auch extrem gut. Ich glaube, ich sollte die Auto-Aim-Funktion benutzen. Das meine ich, der ist mies. Einmal falsch ausgewichen. Nee, ich mach das mit der T-Kanone. Mit der Pfeffer. Hallo? Ja, man kann hier gut abwechseln. Das gefällt mir. Sau. So, was haben wir denn hier?
gesagt, die Aufnahmen habe ich. Wenn es halt nicht gewünscht ist, dann halt nicht. Ansonsten mache ich das. Das kann ich gerne mal machen für die Leute, die mal Bock drauf haben. Ich meine, warum nicht? Ja. Ist jetzt kein großer Ressourcenverlust von mir. Ja, da plant es halt, dass man diese Dinge halt mit der T-Kanone halt kaputt macht. Ist halt die Frage, ob das was bringt. Kriegt man auch mit der T-Kanone kaputt, aber die Wände kriegt man nicht. So, die Raupe. Hier gibt es Zähnchen. Ja, nee, gab es nicht. Vielleicht habe ich sie schon eingesammelt. Ist zwar ganz geil, die T-Kanone, aber weiß ich nicht. Vielleicht kann ich die upgraden. Ja, kann ich. Oh, die ist sogar recht günstig. Dann mache ich das auch gleich mal. Ja, 210 ist nicht viel. Muss man leider so sehen, wie es ist. Nehmen wir nochmal einen Zug. Ich bin erschüttert. Sieh nur, was aus meinem schönen Tal geworden ist. Ja, ne? Alle Dinge ändern sich mit der Zeit. Oft nicht zum Besseren. Ja, hier gibt's was. Jo, schon geil. Gerade wenn man mit mehreren Gegnern hat, romantiert, ist die T-Kanone schon super. Aber mehr gibt's hier nicht. Gut. Das können wir jetzt kaputt machen. Die Frage. Ah doch, hier gibt's eine Erinnerung. Super. Katastrophen können alle Familien treffen, Miss Little. Der Schaden der einen kann natürlich der Vorteil einer anderen Familie sein. Und dasselbe gilt für ein überlebendes Familienmitglied, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, ist aber nicht geil. Ups. Aber gut. Hat seinen eigenen Kameraden abgeschlachtet. Geil. Ist nur die Frage, kann ich damit... Nicht damit, nee, kann ich nicht. Hallo. Die Dinger kann man übrigens nicht zurückschleudern. Boah, du Ratte. Ja, die T-Kanone, die macht mir gut zu schaffen. Och, es war gut, dass wir die geskillt haben. Sekunde, da hat gerade kurz das Handy gebimmelt. Das ist wichtig. Jo, wo haben wir es denn? Warum hat das Handy nicht gebimmelt? Das ist ganz komisch. War ich da unterwegs? Entschuldigt, das ist mir gerade ein bisschen wichtiger. Ja, da kann ich mich später auch nochmal melden oder morgen. Was haben wir hier? Na gut. Warum leckt das denn gerade so?
Ich meine, dass das mal vorkommt, ist okay beim Rütteln. Aber aktuell ist es mir ein bisschen zu viel. Das passiert ja wirklich jetzt in jedem... in jedem neueren Abschnitt. Das ist nicht so geil. Okay, da ist was Böses. Das habe ich aber schon. Warum gibt es hier noch so Kampfmusik? Wo ist jemand? Oder ist da keiner mehr? Na komm, ich gehe einfach mal weiter. Vielleicht war ich auch gerade einfach nur an einem... Ah, gut. Zum Glück hat die Alice unter ihrem Röckchen so ein kleines Magnet. So ein kleines Magnet für Zähne. Ich weiß nicht, wie man das einkategorisieren kann, aber so ist es einfach. Sie hat irgendwie ein Magnet für alles, was hier rumfliegt. So, nehmen wir mal einen Zug. Jo, ich muss einfach noch mal ein paar Zusatzoptionen in den Stream reinsetzen. Nicht so viel. Ich sehe das ja bei vielen Streamern, gerade über Twitch, da hauen sie dann irgendwelche Overlays mit Streamlabs und alles so raus. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das zu viel. Da muss ich einfach stehen, also mit irgendwelchen Counters und Zählern und hast du nicht gesehen. Finde ich jetzt persönlich nicht so geil. Sage ich ganz ehrlich. Wenn da einfach, wie soll ich denn das nennen? Wie soll ich denn das erklären? Wenn da einfach schon 40% vom Spielgeschehen halt irgendwelche Zusatzdinger sind, wo ich mir denke, ja, ja, muss halt schon dezent sein, aber viel übertreiben ist. Ups, nein! Schon wieder verkackt! Oh, scheiße! Ich will da rüber! So, hier kam ich hin und jetzt hier hin und dann gibt es da noch ein paar Zähnchen. Die brauche ich einfach. Ich will alles upgraden. Ich will so viel mitnehmen, wie ich kann. Hallo? Da ist noch... da ist eine Flasche und noch eine Flasche. Wie viele Flaschen haben wir eigentlich? 0 von 11 Schnauzen gepfeffert in Kapitel 3. 1 von 19 gefunden in Erinnerung. 0 von 4 Rodularräume und 4 von 8. Alter. Gut, wir sind jetzt recht frisch hier, ne? Muss man natürlich auch sehen. Alter, finde ich das geil. Trotzdem ein bisschen gruselig, dass das permanent so hängt. Dass es ein bisschen hängt, liegt einfach so, dass das Spiel jetzt nicht ganz so super programmiert ist. So ist es einfach. Aber aktuell diese kleinen Hänger, die habe ich ja... habe ich ja, wie gesagt... Alter, wie mies ist das denn? Diese Hänge habe ich ja live auch, ja, also wenn es bei euch nicht hängt, ist es super, bei mir hängt es ab und zu mal ein bisschen. Alter, was hat der denn für eine Reichweite? Thank you.
weiß nur nicht, ob das daran liegt, dass es vielleicht doch zu viele... Alter. Komm raus da jetzt, Arschkeks. So, wo ist noch einer? Hier muss noch irgendwo ein... so ein Knödel rumeiern. Ich weiß nicht, ob die Hänger daran liegen, dass ich gerade streame und aufnehme. Ob es daran liegt, dass OBS halt auf meinen Codierer, also auf den Grafikcodierer zugreift. Oder ob das Spiel einfach generell ein bisschen laggy ist hier. Das kann ich aktuell leider nicht verifizieren. Von daher müssen wir einfach nehmen, wie es kommt. Wenn ihr diese ganz klitzekleinen Hänger von, was weiß ich, vielleicht einer halben Sekunde nicht seht, dann ist es kein Problem. Dann ist es einfach nur temporär. Hello, my Russian friend. I don't speak Russian. I can't read it. So... it would kind if you try to write English. The stream and main tunnel or main language is German, but English is okay too. But Russia, not really, because I can't read it, I can't speak it, and I have no idea what you write actually. So, das haben wir. Wie gesagt, die kurzen Lags liegen super, die Teekanne ist gegen Schilde richtig nice. Komm raus da, du Lümmel. Weg mit dir. So, weg. Damit gibt's hier noch irgendwas. Darunter will ich, muss ich, soll ich? Ich hoffe es. Okay, ich bin full life. Ah, okay. Ich könnte theoretisch dahin. Ist die Frage, will ich vielleicht nicht noch eher hier hin? Muss ich vielleicht noch hier hin? Für mich sieht es nämlich so aus, gäbe es hier eine Flasche oder irgendein Secret. Da. Hab's auch gesehen. Da gibt es zumindest mal eine Flasche. Wunderbar. Irgendwie ist der Nvidia Evo Hank 264 Codierer ein bisschen. What? Von da kam ich doch. Oh, da ist noch. Okay. Folgendes: Ich gehe erst hier lang. Ja? Hier, um da diese Flasche zu kriegen. Dann versuche ich hier weiterzukommen. Hier rüber. Dann gibt es hier ein Versteck nach da oben. Und in diese Richtung geht es dann mit der Story weiter. So denke ich mir das. Black. Ich habe eine Zigarette geraucht, Alice. Das war kein Spaß. Werd mal Tonpfeife probieren. Alles klar.
Aber ich finde das wie ein geil. Boom! I love it. So, hier haben wir alles. Die Erinnerung haben wir gekriegt. Gibt's da hinten irgendwas? Wahrscheinlich. Hui! Der Anblick, die Ausdünstungen, der arge Klang. Was hast du gedacht, Alice? Die Schnauze. Olle Katze. So, gibt's hier irgendwas? Da muss man irgendwie hochkommen. Das muss möglich sein. Ha, ich hab's gesehen. FC The Pig Nose. Wonderful. So. Bum. Da lang muss ich. Gut. Warte mal, habe ich... Wie viele Zähne habe ich eigentlich? Nicht genug. I'm not enough. Shit. Oh, oh, oh. Hello, Fatty. It's my fat hoodoo. Oh nein, 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 nein. So, Entschuldigung, da muss ich mich jetzt mal fett konzentrieren. Boah, fett konzentrieren. Pretty hot, man. Es geht nicht nur um dich, Alice. Sieh nur all die Zerstörung rings um dich. Bedenke ihre Ursache. Dann schließ dich mir an. What? Muss ich... Okay, da lang, da lang, da lang. Ja. What? Mother?